Willkommen bei Beck & Bauer, dem RZ Sport Podcast, präsentiert von Nico Beck und Tilman Bauer. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe. Das ist Folge 55. Ich bin Nico Beck und an meiner Seite ist auch heute mein hochgeschätzter Kollege Tilman Bauer, den ich gleich mit einem Test begrüßen möchte, Derek Brooks. Hallo. Wo bin ich jetzt hier schon wieder reingeraten? Durchgefallen, oder? Ich wollte dir eigentlich sagen, dass ich mich gar nicht traue, hier irgendwas zu sagen, weil ich schon wieder ermahnt wurde, dass ich so viel raschel im Hintergrund, aber ja, wahrscheinlich irgendwas mit Basketball, ne? Ja, weil wir heute auch über Basketball reden wollen. Du, Kollege Bauer, hast mir gesagt, dass eines der Themen heute sein soll, ob der NFL-Hype in Deutschland rund um das erste Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks in der Allianz Arena berechtigt ist. Bei dir ist der Hype offenbar noch nicht angekommen. Ja, das ist doch der Spieler mit der 55. Wer kennt ihn nicht? Okay, also ich löse. Er war der Spieler mit der 55, Derek Brooks, okay. Ein legendärer Linebacker der Tampa Bay Buccaneers. Einer von nur drei Spielern in der Franchise-Geschichte der Buccaneers, dessen Nummer retired ist, die also nie wieder vergeben wird. Deswegen war der in München nicht dabei und zwar auch keine 55 dabei. Aber ja, dir ist Derek Brooks offenbar noch nicht begegnet. Nee, Nicolas Katsigiannis hatte ich hier stehen auf meinem Zettel. Auch nicht schlecht. Dann machen wir es jetzt gleich komplett. Katsigiannis. Wie nennt man den? Mit der 55. Interimstorhüter der Löwen eigentlich, ne? Muss man so sagen. Ja, der hat ein paar Mal ausgeholfen in den letzten Jahren. Mit der 55 tatsächlich, spielt nicht mehr bei Löwen, sondern bei Lübecker jetzt. Auch nicht mehr mit der 55. Ich habe nochmal nachgeguckt. Aber das wollte ich mir nicht nehmen lassen, die Katze zu erwähnen. Und ich will dann mir auch nicht nehmen lassen, Rainer Kundl, den wir schon häufig hier gegrüßt haben, zu erwähnen. Clan Metropolitan, oder? Der hat sich bei mir nämlich gemeldet, nein, und hat mich darauf hingewiesen, dass Jochen Hecht, die Mannheimer Eishockey-Legende, der erste Mannheimer in der NFL, siehst du, ich bin nur im Hype, in der NHL, die 55 getragen hat und auch nach seiner Rückkehr nach Mannheim dann die 55 weiter auf dem Jersey hatte. So, und da interessiert mich jetzt, hängt die 55 unterm Hallendach in der SAP-Arena? Selbstverständlich. Okay. Behaupte ich jetzt einfach. Also wenn die Nummer von Jochen Hecht nicht unterm Hallendach der SAP-Arena hängt, von wem dann? Riecht nach Faktencheck hier. Nee, ich google es jetzt direkt. Dann kann ich in der Zwischenzeit ja schon mal den Leuten erzählen, unseren Freunden da draußen, dass es wohl die letzte Folge Beckenbauer in diesem Jahr ist. Oh, jetzt hast du aber eine Kunstpause gemacht und wahrscheinlich sind unsere Fans schon kurz vorm Zusammenbruch gewesen, weil sie nicht wussten, ob es jetzt für immer. Ach so, das ist die letzte Folge in diesem Jahr ist. Genau. Ja, weil der Kollege Beck meint mal wieder, er müsste irgendwie Urlaub machen. Mhm. Unverständlich. Aber ja, alleine macht das Ganze nicht so viel Spaß. Urlaub oder Podcast aufnehmen? So, ja, ich weiß nicht, in welcher Gesellschaft hast du denn Urlaub? Kein Kommentar. Gut, hast du jetzt mal den Jochen Hecht rausgefunden? So leicht ist es wahrscheinlich nicht, ne? Hey, Entschuldigung, hast du in mir gezweifelt? Tue ich gerade, ja. Selbstverständlich ist sie 55 retired. Okay, Respekt dafür. So wie auch die 3 von Harold Greis zum Beispiel. Oder die 20 von René Corbet. Und die, was ist mit Glenn Metropolit? Die 15 von Markus Kuhl. Stéphane Richer, die 25 und so weiter und so fort. Ja, soll ich noch irgendwas erzählen über die Folge oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Jetzt haben wir schon so ein bisschen Eishockey angeteasert. Mal wieder. Ich fand es eigentlich das Sportereignis des Wochenendes. Das Sportereignis des Wochenendes. Was meinst du? Die TV-Total-WOC-WM. Nee, hallo, ich weiß nicht, ein Audioformat, du musst irgendwas sagen dazu. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die TV-Total-WOC-WM. TV-Total gibt es für mich schon seit gefühlt 15 Jahren nicht mehr. Und ja, die WOC-WM auch nicht. Und das Turmspringen auch nicht. Es findet aber alles statt. Ja, und du guckst natürlich auch noch.
Du meinst wahrscheinlich, weil Stefan Raab nicht mehr mitfährt und so, ne? Dann macht es ja gar keinen Sinn mehr. Aber der plant das Zeug im Hintergrund. Super. Ja, also nee, ich hab's nicht gesehen. Wer hat gewonnen? Keine Ahnung, bin auch eingeschlafen. Würde ich sagen. Ich glaube, Joey Kelly hat gewonnen im Einzel. Und Pascal Henz ist Pommes mitgefahren im Vierer. Richtig. Mhm. Auch ein bisschen geisteskrank. Und jetzt muss ich dir als Vettel-Fan noch was erzählen, weil Sebastian Vettel hat ja gesagt, dass wenn er aufhört, will er es so machen wie Stefan Raab und komplett untertauchen. Hast du gelesen? Ja. Das kann man mir gut vorstellen. Da er ja wieder so ein bisschen Spaß an seinem Job gefunden hat, hat er sich inzwischen auch eine Hintertürchen offen gelassen, um vielleicht auch nochmal zurückzukehren irgendwann. Man kann es nie ganz ausschließen, hat er gesagt. Ach, sagen das nicht immer alle irgendwie? Ja, er hat aber auch gesagt, wenn er Anfang der Saison um die Plätze mitgefahren wäre, um die er in den letzten Wochen mitfährt, weiß er nicht, ob er sein Cockpit freiwillig geräumt hätte. Also schauen wir mal. Bleibt spannend. Ah, Vettelmania, vielleicht noch nicht ganz ausgestorben. Wir werden sehen. Ich bin allerdings ein bisschen enttäuscht von dir, sage ich dir jetzt so, wie es ist. Und dann fangen wir auch wirklich an mit unseren, dieses Mal mit Sicherheit intensiven Debatten. Du hast mich noch gar nicht auf meinen Tenniseinsatz angesprochen am Samstagabend. Ja, das hatte ich mir gerade hier aufgeschrieben. Wie war es denn jetzt beim Tennis? Ne? Also, wie sind die Filzkugeln übers Netz geflogen? Ja, wenn ich schon einmal gewinne im Schaltjahr, dann müssen wir das nämlich auch erwähnen. Beim SC Blumenau? Nee, also ja, für den SC Blumenau nach wie vor im Einsatz. Aber in der Hallenrunde spielen wir tatsächlich in Viernheim. Haben wir unsere Heimhalle in Viernheim. Ich dachte jetzt, in der Hallenrunde spiele ich für einen anderen Club. Nein. Und da habe ich meinen Gegner niedergerungen. 1, 6, 7, 5, 10 zu 2 im Match-Tiebreak. Boah, 1, 6 war ein unglücklicher Auftakt. Ja, ich habe auch zum ersten Mal in meiner Karriere habe ich per WhatsApp Unterstützung verlangt. Deswegen viele Grüße an meinen Mannschaftskollegen und Freund Daniel Offenloch. Oh, jetzt geht's mit den Grüßen wieder los. Ja. Er hat mich gerettet, weil ich habe von Beginn an gesehen, ich bin der bessere Spieler. Das liegt nur an mir. Ich hatte so eine Ballwand als Gegner. Weißt du, der hat mir einfach alles zurückgespielt. Ah ja, immer so mit schönem Unterschnitt. Gar nicht mal. Einfach schön lang, mit einer guten Geschwindigkeit. Also wir hatten ein tolles Match, aber ich musste einfach jeden Punkt selbst machen. Er hat im ganzen Match keinen Winner geschlagen. Ja, also so die Taktik, Hauptsache rüber, der Fehler wird schon der andere. Ja, aber hat er auch wirklich sehr gut gemacht. Und dann wusste ich nach zwei Spielen schon, das wird ganz schön hart, weil ich im Endeffekt jeden Punkt vorne am Netz tot machen muss. Und nach dem zweiten Mal ans Netz rennen und den Punkt machen, habe ich festgestellt, das halte ich nicht durch. Körperlich. Aha. Und dann habe ich meinem Kollegen geschrieben, er soll mir wieder mal ein paar Tempos bringen und sich bei mir auf die Bank setzen. Ich brauche jetzt hier aktiv einen Zuschauer, dass ich mich den inneren Schweinehund überwinde. Und weißt du, ich bin ja so ein Showman. Also ich spiele halt einfach eine Klasse besser, wenn ich weiß, ich weiß, auch jemand. Ich weiß. Der Nick Kyrgios aus Blumenau. Ja. So, jetzt habe ich mich genug selbst gefeiert. Also. Nee, aber krass, ich kann dich auch feiern. Also, es spricht ja für deine Kondition, dass du hinten raus nochmal geliefert hast. Ja, vor allem im Match-Tiebreak, als wir dann beide bloß noch geschoben haben. Da hatten wir einen Ballwechsel, ich weiß nicht, ob wir das 70 Mal das Ding hin und her geschoben haben. Oh, longest Rally. Und wenn es tatsächlich keine Zuschauer gegeben hätte, dann hätte ich mich da einfach auf den Boden gelegt danach. Also, ich stand da wie so, ja, ich war fertig. Aber er auch. Aber weil das Stadion voll war, hast du dann noch die Ehrenrunde gedreht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Da hast du noch ein paar Autogramme geschrieben. Ja, so. Das Winner-Interview auf dem Feld. Ja, ich wusste ja, dass es in alle Herren Länder übertragen wird. Und dann dachte ich, kann ich jetzt nicht mich auf den Boden legen. Ja, außer so kurz vor Freude. Und dann noch mit der Trophäe posiert wahrscheinlich. Ne? Ja, jetzt sind wir wieder beim Problem der letzten Folge, Kollege Bauer. Ironie funktioniert nicht immer. Also, deswegen ganz offiziell, das Ergebnis stimmt. Fernsehübertragung und Zuschauermassen gab es keine. Und ich bin auch tatsächlich nicht 22 geworden, sondern einigen wir uns auf Mitte 30. Du bist, man kann ja sagen, so alt wie Cristiano Ronaldo. Ja, und übrigens auch ein Jahr älter als Lukas Podolski. Denn da haben wir uns beide ein bisschen verschätzt. Er ist nämlich nicht 36, sondern 37. Ich bin jetzt 38. Die Mama Bauer weiß es jetzt auch. Und genau. Jetzt und man muss noch sagen zu dir, Nicolas Beck mag Hack. Ja, das
Haben wir ja schon nach 2 Minuten unseres Podcast-Projektes geklärt gehabt in der ersten Folge. Sehr schön. Jetzt komm jetzt mal zu den wichtigen Themen. Über was reden wir denn heute? Ja, Abstiegskampf am Hartwald. Heute wird's hart. Wir wollen klären die Frage, also ich will auf jeden Fall wissen vom Kollegen Beck, steigt Sandhausen ab? Und danach sprechen wir über den angesprochenen Football-Hype in Deutschland. Den neuen, den zukünftigen oder war er schon immer da? Wir werden es erfahren. 433 und 352. Beckenbauers Zahl der Woche. Unsere Zahl der Woche ist die 18. Der 18. Platz ist es, wo die Jungs des SV Sandhausen die lange und harte Winterpause antreten. Sie überwintern auf Rang 18 und der hat es so an sich, dass das halt ein Abstiegsplatz ist, nämlich der letzte Platz der Zweitliga-Tabelle. Das heißt, es läuft aktuell nicht ganz so optimal am Hartwald. Am Wochenende gab es eine 2-4 Niederlage in Hamburg. Natürlich bei einem Aufstiegsfavoriten, aber dennoch eine Niederlage. Und so kommt es, dass man nach ganz unten abgerutscht ist, denn die Konkurrenz hat gepunktet. Und da kommt der Kollege, der schon fleißig auf seine Notizen guckt, ins Spiel. Denn er weiß natürlich, woran es scheitert. Woran es scheitert, weiß ich sogar. Also erstmal finde ich es ja super, dass du von mir wissen willst, ob sie denn absteigen oder nicht. Ich dachte, wir diskutieren jetzt darüber und dann bringen wir unsere Meinung ein und vielleicht haben wir da einen Konsens, aber offenbar muss ich das dir jetzt sagen, wie es kommt. Ach so, ja, genau, These der Woche vielleicht. Genau, das ist das eine und dann müssen wir noch kurz erklären, dass sie gegen den HSV gespielt haben, beim HSV, weil es gibt ja in der zweiten Liga auch noch einen anderen Hamburger Verein, den FC St. Pauli, aber sie haben beim großen HSV, genau, haben sie 2-4 verloren, damit durchgereicht bis auf Rang 18, der Kollege Offen hat geschrieben, ich gehe mit meiner Laterne, nämlich mit der roten Laterne. Und meine Laterne mit mir. Gehen sie in die Winterpause. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass das jetzt am Hartwald noch nicht die ganz große Panik auslöst. Das ist man ja gewohnt durchaus, dass man da in der Rückrunde noch ein bisschen was gut zu machen hat aus den letzten Jahren. Ja, die letzten Jahre waren nicht ganz so erfolgreich oder es war immer noch bis am Ende knapp. Ja, aber jetzt sind wir schon bei der Frage, die wir jetzt diskutieren müssen. Was ist denn erfolgreich für den SV Sandhausen? Die spielen jetzt in ihrer 11. Saison in der zweiten Liga. Ja. Und das alleine ist für die Größe des Clubs, für die Größe der Gemeinde, ist das schon eine Riesenleistung. Ja. Chapeau, Hut ab. Sie waren allerdings noch nie unter den ersten 10. Einen einstelligen Tabellenplatz hatten sie noch nie erreicht in den Jahren. Das heißt, die spielen jedes Jahr gegen den Abstieg. Und wenn sie drin bleiben, das muss man einfach so sagen, dann war das eine erfolgreiche Saison. Und jetzt ist es zwar so, dass sie Letzter sind, aber ich meine, die 3 Mannschaften vor ihnen haben alle nur einen Punkt mehr. Das kannst du mir bestimmt genau sagen. Ja, es ist vor allem noch krasser, denn auf den 10-Platzierten, das muss man mal überlegen, so eng ist es da, sind es nur 4 Punkte Rückstand. Also Greuther Fürth steht noch momentan auf Rang 10. Ja, also das ist sehr eng. Und die 3 Teams vor Sandhausen haben einen Punkt mehr nur. Ja, so ist es. Also es ist nicht so, dass man bei den Schwarz-Weißen schwarz sehen müsste. Oh, okay, verstehe schon. Also heißt auf Deutsch, man hält die Liga, Erfolg, man steigt ab, Misserfolg. Es gibt ja eigentlich nur die beiden Varianten. Ja, man kann natürlich auch noch um den Aufstieg mitspielen oder unter die ersten 6 kommen, dann ist es eine Sensation. Ja, ja, okay. Aber jetzt kommt trotzdem meine These, weil man ja aufgrund dieser Umstände sich selbst schon so ein bisschen diesen unabsteigbar Nimbus verliehen hat. Es klappt halt nicht immer wahrscheinlich, dass man in der Rückrunde so viele Punkte aufholen kann. Es ist in dieser Saison eben auch nun mal so, dass es da keine Mannschaft gibt, die in Anführungszeichen Fallobst ist. Man muss einfach mindestens 2 Mannschaften hinter sich lassen und dann über die Relegation sich retten oder halt im Idealfall mindestens 15. werden, dass man die Liga hält. Und wenn halt alle Mannschaften ungefähr gleich besetzt sind und gleich viel Punkte holen, dann wird es halt umso schwerer. Ich habe mir jetzt allerdings mal das Grundproblem des SV Sandhausen angeschaut. Oh, jetzt bin ich gespannt, ja. Weswegen ich glaube, dass es die tatsächlich irgendwann halt einfach erwischen wird. Und kann ich kurz einen Spoiler machen, ob ich denke, dass ich weiß, was du sagen willst? Spoiler mich. Sie schaffen es dann immer knapp und sind damit zufrieden und verstärken sich deswegen nicht so krass, dass sie dann irgendwann sich doch in der Mitte etablieren und rutschen dann in der nächsten Saison wieder unten rein. Ja, das trifft's. Jawohl.
Das trifft's grob. Ich dachte jetzt, das trifft's genau. Weil man in Sandhausen weiß, dass man jede Saison, auch schon aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, ich habe es eben schon gesagt, die Infrastruktur, das ist der verfügbare Etat, die Größe des Vereins, die Größe der Gemeinde, dass man da von Natur aus, also an die Bundesliga ist da nicht zu denken, das heißt, die zweite Liga ist das Maximum und da drin zu bleiben, ist das Ziel. Ja. Deswegen ist da alles auf Abstiegskampf ausgerichtet. Ich habe eben gesagt, man sieht nicht schwarz, ja, haha, lustiges Wortspiel, Alois Schwarz, der Trainer, hat auch einen super Job gemacht, als er die Mannschaft übernommen hat, erneut, und sie vor dem Abstieg bewahrt hat, aber das ist nun mal auch ein Trainer, dem wird immer nachgesagt, er macht die Schotten dicht, er hält die Null, er stabilisiert die Defensive, dann werden die Punkte geholt und dann bleibt man irgendwie drin. Aber das ist jetzt noch kein Trainer, der bekannt dafür ist, dass er mit irgendwelchen revolutionären Konzepten und mit einer tollen Jugendarbeit Spieler entwickelt, eine Mannschaft langfristig nach vorne bringt. Ja, kann man auch vielleicht auch gar nicht erwarten in Sandhausen. Sandhausen hat 29 Gegentore und nur 3 Teams haben mehr. Also so dicht ist es da auch nicht hinten, wie man immer sagt. Ne? Ja, wenn sie eine super Abwehr hätten, dann wären sie auch nicht Letzter. Also das ist tatsächlich nicht so überraschend, ja? Das liegt in der Natur der Sache. Aber wenn es darum geht, dass du dich vielleicht, was ja das man immer so als nächsten Step vielleicht noch als greifbaren möglichen Schritt in Erwägung zieht, sich so ein bisschen nach vorne orientieren will, vielleicht wirklich mal einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, dann muss man ja auch eine Entwicklung irgendwie anstreben. So ein bisschen mittelfristig denken. Und wenn man sich jetzt alleine die Fluktuation im Kader anschaut. Stimmt, die hatten wir schon mal angesprochen, ne? Keine Ahnung, die hatten wir schon mal angesprochen, ja. Und ich habe es jetzt mir mal tatsächlich, du weißt, Zahlen, große Steckenpferd, ich habe es ausgerechnet. Oh. Ja. Sie spielen mittlerweile in ihrer 11. Zweitligasaison am Stück. Aha. Schätz mal, wie viele Neuzugänge sie in diesen 11 Transfersommern begrüßt haben am Hartwald. Oh, wie viele in 11 Transfersommern? Da zählen die Wintertransfers dann. Ja, doch, die zählen auch dazu. Also in 11 Saisons, wie viele, genau. Ja, es sind schon immer viele, ne? Also ich würde jetzt mal, also ich erinnere mich an eine Transferperiode, wo sie über 20 waren oder so. Also ich würde jetzt mal so grob 10 schätzen pro Periode, dann hätten wir 110 Neuzugänge. Ja, also du sprichst den Sommer 2021 an, da waren es, oder die Saison 21/22, da waren es 23 Neuzugänge. Insgesamt waren es in 11 Saisons 153. Das sind 14 im Schnitt pro Saison. Und wenn du weißt, dass halt 11 auf dem Platz stehen, wird jede Saison die Mannschaft ausgetauscht. Dann ist es halt mehr als eine ganze Mannschaft, die jede Saison ausgetauscht wird. Spricht nicht für Kontinuität, kann man jetzt mal so festhalten. Ein Grundproblem, wenn man eine Mannschaft entwickeln will. Dazu kommt, dass man ja auch ein bisschen perspektivisch denken muss und vielleicht dann eben auch Spieler, die man dann selbst entwickelt, verpflichten muss. Kann der SV Sandhausen aber auch nicht. Weil es immer ums Eingemachte geht. Sie haben den zweithöchsten Altersschnitt der ganzen zweiten Liga. Das heißt, sie setzen da immer wieder auf erfahrene Spieler. Junge Talente selbst ausbilden. Schwierig, habe ich mir auch mal angeschaut. Also in diesen 11 Jahren, darfst du wieder schätzen, was glaubst du denn, wie viele Spieler aus der eigenen Jugend oder aus der zweiten Mannschaft den Sprung in den Kader geschafft haben? Was heißt es dann einmal dabei bei einem Spiel oder was? Ja, überhaupt. Ja, im Profikader gelistet, ob sie dann auf der Bank sitzen oder nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich so viel zu wenig, aber ich sage jetzt mal 20. Ja, das ist viel zu viel, traurigerweise. Oh. Ja, es sind nämlich genau 6 in all diesen Jahren. Diese 6 Spieler kommen zusammen auf 5 Einsätze. Okay. Also manche waren nur auf der Bank. Ja, oder halt gar nicht im Kader. Ja. Im Spieltagskader. Ja. Und wie wir ja wissen, haben sie zur Saison 2021 ihre zweite Mannschaft erstmal direkt abgemeldet. Das heißt, die gibt es gar nicht mehr. Stimmt. Die U19 und die U17 spielen nur drittklassig in der Oberliga. Da sind sie tatsächlich dieses Jahr ganz gut. Die U19 ist sogar Tabellenerster, die U17 Tabellenzweiter. Das heißt, die können vielleicht in die Regionalliga aufsteigen. Aber auch da wirst du es schwer haben, eigene Spieler zu entwickeln, die perspektivisch dich in der zweiten Liga nach vorne bringen. Die dann auch erstmal Erfahrung im Herrenbereich brauchen und so, ne? Jetzt geht's natürlich weiter. Weil was bedeutet es, wenn du eine Mannschaft hast, die eigentlich jedes Jahr komplett neu zusammengesetzt wird,
die keine Spieler aus den eigenen Nachwuchs, aus den eigenen Reihen entwickelt, da fällt die Identifikation ein bisschen schwer. Was ist das so nächste große Thema am Hartwall? Zuschauerthematik. Schlechteste Zuschauerschnitt. Ja, aber hast du dir die Zahlen mal angeschaut? Mehr, also 5.000 oder so, ne? Und der nächst höhere hat über 10, ne? So ist es, also fast, ja. Erstmal passen in dieses Stadion, nachdem es umgebaut wurde, um die Zweitliga-Richtlinien zu erfüllen, passen da 15.300 Leute rein und im Schnitt kommen halt nur 5.500. Ja. Es gibt nur eine andere Mannschaft, das ist Heidenheim in der zweiten Liga, die keine 10.000 hat. Allerdings haben die auch halt 9.000, also eigentlich auch fast doppelt so viel. Das heißt, erstmal weit, weit abgeschlagen. Da kann man dann auch nicht den letzten Push im Abstiegskampf von den Fans erwarten. So, dann hat man teilweise sogar Auswärtsspiele. Wenn man gegen Kaiserslautern spielt, wenn man gegen KSC spielt, so ist es. Ja. Dann übernehmen die den Hartwald. Jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Du brauchst ja die finanziellen Mittel. Da ist natürlich der Zuschauerschnitt ein Thema. Das sind aber auch Transfererlöse ein Thema. Wie willst du die denn aber generieren, wenn du jedes Jahr nur Mitte bis Ende 20-Jährige verpflichtest, die meisten davon ablösefrei, dann wirst du auch keine Transfereinnahmen generieren. Auch da habe ich mir mal die Zahlen angeschaut in den letzten 11 Jahren. Mhm. Darfst du wieder schätzen. Wie, also Transferüberschuss insgesamt oder was? Du darfst jetzt mal schätzen, wie viele Spieler sie denn überhaupt gegen eine Ablöse verkauft haben in diesen 11 Jahren zweite Liga. Alter Schlappe, wenn du das so sagst, dann werden es wahrscheinlich nicht viele sein. 20, sage ich wieder. Ja, auch das ist viel zu viel. Es sind insgesamt 8 Spieler, für die man überhaupt eine Ablöse kassiert hat. Die meisten sind ablösefrei gegangen. Man muss auch dazu sagen, sie kaufen auch die meisten ablösefrei ein. Sie haben in dieser gesamten Zeit für alle 8 Spieler zusammen 7,3 Millionen kassiert. Aha. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass Philipp Förster 2019 zum VfB Stuttgart 3 Millionen und Lukas Höhler 2017 zum SC Freiburg 2 Millionen. Also von diesen 7,3 haben wir die beiden zusammen schon 5 generiert. Es liegt in der Natur der Sache, dass auch da keine großen Sprünge zu erwarten sind. Ja, genau. Deswegen glaube ich, dass der Verein einfach ein grundlegendes Konzept, eine neue Ausrichtung braucht. Ich glaube auch, dass das im Präsidium so ein bisschen angekommen ist. Da gibt es ja so Bemühungen. Hat man neulich auch bei uns im Blatt, dass man die altverdienten Spieler so ein bisschen ins Boot holt, dass die sich engagieren, dass man auch den ganzen Unterbau wieder auf breitere Beine stellt. Dann kann es aber halt, wenn du das wirklich langfristig nach vorne bringen willst, das Projekt auch mal sein, dass man halt runtergehen muss in der dritten Liga, dann vielleicht auch die Ressourcen ein bisschen umschichten, um dann das Ganze auf ein solideres Fundament zu stellen von unten. Ansonsten wird es immer so laufen. Ja, also im Sinne von, wir bauen eine junge, dynamische Mannschaft auf, die wir langfristig entwickeln wollen, über mehrere Jahre mit einem Trainer, der dafür gemacht ist. Und wir nehmen es in Kauf, wenn wir auch mal in die dritte Liga runtergehen, wenn dann die Mannschaft beisammen bleibt und sozusagen weiterentwickelt und dann langfristig wieder hochkommt. Ne? Das ist halt das Problem mit den Sponsoren dann, oder? Die wollen ja langfristig zweite Liga bleiben und die gehen das wahrscheinlich nicht mit. Oder denen muss man es dann auch verklickern. Ja, das ist ein ganz schmaler Grat. Die Fernsehgelder alleine, das ist ja ein himmelweiter Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga. Wenn du absteigst als SV Sandhausen. Und dann kommst du doch irgendwann nicht mehr hoch, ja? Dann hast du deswegen nicht mehr Zuschauer. Dann hast du erstmal noch viel mehr Baustellen. An anderen Ecken klemmt's dann. Aber trotzdem kommst du ja um diesen Schritt nicht herum. So wie du es jetzt machst, da ist jedes Zweitliga-Jahr, wie ich schon gesagt habe, ein Riesenerfolg. Und dann wirst du aber keine höheren Ziele anstreben können. Und das hat man ja in Sandhausen. Denk an die Stadionpläne. Ne? Man will ja. Deswegen zurück auf die ursprüngliche Frage. Irgendwann wird es den SV Sandhausen erwischen. Ich sage aber, auch aus Sympathie zu Alois Schwarz, dieses Jahr noch nicht. Und dann kommt ein neuer Trainer und mit dem steigen sie dann ab, oder was? Nein. Keine Ahnung. Dieses Jahr noch nicht, ja, super optimistisch. Ja, ich wollte dir noch sagen, dass die letzten Spiele ja gegen Heidenheim und den HSV auch sind. Die spielen oben mit, die werden wahrscheinlich auch noch die Punkte dann brauchen, außer die sind vorzeitig aufgestiegen. Ja, aber ich bin beeindruckt, das war eine super Analyse. Und wirklich. Du kannst da mitgehen oder wolltest du es mir jetzt eigentlich ähnlich lange und fundiert erklären, warum sie dieses Jahr absteigen? Nee. Oder warum sie aufsteigen vielleicht und das ist ja, super, das wird wahrscheinlich der Run 2023 kommen und der Aufstieg dann noch, der plötzliche. Nee, ich kann deine Argumentation voll nachvollziehen und finde die auch gut. Und okay. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich in der Verantwortung stehen würde, was ich machen würde.
Also wahrscheinlich von außen sagt man, ja klar, man spricht sich für das neue Projekt aus und jung, dynamisch, wir machen Neuanfang, wir sind sympathisch. Aber wenn du halt wirklich in der Verantwortung stehst, weiß ich nicht, was man da machen würde. Du kannst nicht einfach sagen, wir stellen jetzt hier alles auf Anfang und fangen in der Liga tiefer wieder bei Null an. Also das funktioniert nicht. Trotzdem musst du dir um solche Themen eben Gedanken machen. Aber dann sind wir uns ja einig und ich freue mich in unserer zweiten Kategorie auf eine ähnlich durchdachte Analyse zur NFL von dir. Bekommst du, Kollege Beck, aber davor wollte ich dir noch sagen, dass ich ja passenderweise zum Thema auch Dennis Diekmeyer getroffen habe im Rewe letztens. Okay, und da hast du mit ihm mal drüber gesprochen, über die hausgemachten Probleme des SV Sandhausen, oder? Ja, ich habe ihn angesprochen da an der Obsttheke, aber er hat nicht geantwortet, war nur ein Pappaufsteller. Der kam jetzt unerwartet, aber ja, okay, ich würde es dir auch zutrauen, dass du dich daneben stellst, noch ein Selfie machst vielleicht und sagst, Dennis. Ja, müssen wir beichten, also meine bessere Hälfte hat ein Foto von uns beiden gemacht, das kann ich dir noch zukommen lassen im Nachhinein. Das nehmen wir dann einmal bitte als Folgenlogo. Das muss ich mir noch überlegen, das muss ich mir noch genau überlegen. Naja, also wir wollen uns aber keine Zeit verlieren, hab's ja schon angeteasert, jetzt kommt nämlich der NFL-Experte zu Wort. Du oder was? Ja, jetzt musst du abliefern. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Beckenbauers Gesicht der Woche. Unser Gesicht der Woche ist Tom Brady, the greatest of all time. Der Quarterback-Superstar war in München und hat eine riesige Euphorie ausgelöst. Denn am Wochenende fand die VOG-WM statt und auch das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden überhaupt in München in der Allianz Arena. Die Buccaneers gegen die Seahawks und 21-16 ist ausgegangen. Brady hat gewonnen, am Ende noch ein paar Fehler gemacht, aber tat der Stimmung keinen Abbruch. Am Ende haben alle gesungen, geschrien und sich gedacht, wieso gab's das nicht schon früher? Auch die Bayern-Stars waren da, ne? Modenschau haben sie gespielt in den gewagtesten Outfits. Sie wurden übrigens auch ausgepfiffen, hast du auch gelesen? Ja, das habe ich auch gelesen. Nur Thomas Müller nicht. Hast du denn gesehen, dass Jamal sich vorgestellt hat bei Tom Brady auch in den Katakomben? Nee, habe ich nicht gesehen. Da gab es ein kleines Meet and Greet, bevor das Foto gemacht wurde. Hatte Tom Brady jeden die Hand geschüttelt. Also ich glaube, es war dann noch irgendwie Sven Ulreich dabei, Serge Gnabry und so. Jamal hat ihm die Hand hingestreckt. Jamal. Dann hat Brady noch so, Jamal, hi. Wie ein kleiner Schuljunge. Aber es war richtig süß. Ja, ein Fan. Ja, du, es war ein tolles Event, offenbar. Also muss sagen, ja, mich hat es nicht so sehr gereizt, obwohl ich, wie du weißt, ein großer Football-Sympathisant bin. Army-Sport-Fan, Fanatiker. Aber das liegt so ein bisschen ja, an meinem Naturell. Ich kann da können wir jetzt noch gleich drüber diskutieren, ich kann da irgendwie nicht so viel dem Ganzen abgewinnen, wenn dann das so verlagert wird einfach. Also sie haben vor ein paar Jahren auch mal meine Indiana Pacers, die ich ja wirklich, wie du weißt, im Herzen trage. Wie heißt er nochmal, der Kollege aus der letzten Folge, Born Ready? Lance Stevenson. Genau der. Und die haben vor ein paar Jahren mal in London gespielt und dann wollten da auch Leute mit mir hingehen und haben gesagt, ey, super, einmalige Gelegenheit, aber das gibt mir nichts, das kann ich mir dann auch im Fernsehen anschauen. Wenn, dann will ich das ja auch erleben, wie das tatsächlich bei einem Heimspiel ist, dort in Amerika, ne, bei dem Team, wie das dann so abläuft und dieses Prozedere mitkriegen und die Fankultur in mir aufnehmen, weißt du? Ja. Deswegen ist einfach so ein nach München verpflanztes NFL-Spiel, hat mich jetzt nicht gereizt, aber diejenigen, die da waren, 69.000 ausverkauft, haben, wie du sagst, das zelebriert, haben eine Bombenstimmung abgeliefert, haben auch die Amerikaner extrem beeindruckt. Also die waren ja alle, Twitter ist ja explodiert. Ja, da ist halt immer die Frage auch, was dann Brady und so danach sagen, ist das dann wirklich wahr oder ist es dann Honig ums Maul schmieren, ne? Ja, teils, teils. Ja, dass die Stimmung gut war, keine Frage, gab es ja auch einige Videos. Und es hätten, das ist ja auch das Krasse, über 3 Millionen Tickets verkauft werden können für das Event. So sagt zumindest die NFL. Aber ist ja schon brutal. 3 Millionen.
Aber das ist, glaube ich, aufs Wort. Also es gucken ja mittlerweile in Deutschland auch den Super Bowl mitten in der Nacht über 2 Millionen Menschen. Und wenn ja, dann stimmt. eben mal so ein Spiel stattfindet in München, klar wollen die Leute dahin. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, aber ich verstehe, dass wenn man Football-Fan ist, dass man dann da irgendwie da geile Stimmung macht und Sweet Caroline haben sie gesungen und Country Take Roads haben home. Sie gesungen. Ja, genau. Und das passiert natürlich bei einem normalen NFL-Spiel nicht. Da ist auch geile Stimmung. Aber dann gehen die Fans halt so wie bei uns im Fußballstadion, gehen sie halt nach dem Abpfiff nach Hause. Ja. Feiern sie vielleicht noch kurz die Mannschaft, wenn sie gewonnen hat. Und dann, das war jetzt einfach halt ein Event und ich glaube das schon auch Tom Brady. Der hat ja auch gesagt, ich habe schon 2 Mal in London gespielt, ich habe schon mal in Mexico City gespielt, aber das hier war nochmal eine Spur größer und die NFL hat Deutschland als einen ihrer Wachstumsmärkte auserkoren. Die werden bis 2025 mindestens 4 Spiele austragen, 2 in München, 2 in Frankfurt. Und jetzt hat Commissioner Roger Goodell schon gesagt, naja, da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden, ob wir da nicht ein paar mehr draus machen, weil es eben so gut ankam. Aber jetzt will ich von dir wissen, ob du denn diesen Hype, die NFL in Deutschland, ob du den denn tatsächlich mitträgst und berechtigt findest. Nee, und ich bin da erstaunlicherweise wieder d'accord mit dir. Weil ich finde es auch geil, wenn dann die Leute da singen, ne? Das geht viral und alle feiern es und alle haben ihr Nacho auf dem Schoß geleppert, ne, mit Käsedip. Aber ich finde auch, wieso muss man also ein reguläres Spiel aus der NFL verlagern, so wie du es gesagt hast. Das wäre wie wenn du jetzt Bayern Dortmund mal drüben spielen lässt, nur aus Marketingzwecken. Das ist doch ein gutes Argument, das möchte ich kurz einhaken. Erinner dich dran, Donata Hopfen, die neue DFL-Geschäftsführerin, hat, nachdem sie ihren Dienst angetreten hat, gesagt, naja, aus Marketinggründen könnten wir uns vorstellen, ein Supercup-Finale. Supercup, das geht ja um gar nichts, goldene Ananas. Ob wir das nicht vielleicht in Saudi-Arabien spielen wollen? Da war der Aufschrei halt wieder, groß. Ja, das ist das Deutsche. Wir finden es alle kacke. Aber die Amis finden es halt alle auch geil wahrscheinlich. Ja, halt, halt. Aber hier in Deutschland rennen wir dann alle hin zu dem Spiel und wollen noch mehr, mehr. Das finden wir dann gut. Aber wenn wir selbst von unserem Produkt, von unserem liebsten Kind Bundesliga, und dann beschweren wir uns im Nachhinein, dass die Amis uns so weit überlegen sind, ja. Aber alles, was bei uns mal einen Fortschritt bringen würde, da sind wir dagegen. Es ist doch einfach so. Ja, aber du doch auch, offenbar. Ja, ich auch. Merkst du ja selbst. Sehr gut. Also jetzt müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht sofort oder dass wir jetzt nicht ganz auf so eine Gesellschaftskritik oder Analyse abdriften. Aber das ist der entscheidende Punkt. Warum muss ein reguläres Saisonspiel der NFL in Deutschland stattfinden? Warum muss es überhaupt? In London gibt es ja auch Spiele nach wie vor. Jetzt ist schon mal der leise Plan geäußert worden, ob man nicht sogar ein reguläres Team in Europa, in München installieren könnte, das dann da ganz normal am Spielbetrieb teilnimmt. Ich meine, ob du jetzt von, keine Ahnung, von New York nach San Francisco fliegen musst oder halt von New York nach München, das nimmt sich gar nicht so viel. Ja, ja, aber wie jetzt ein europäisches Team, ein neues. Ja. Ja, aber dann wäre der Hype doch auch. Du darfst das Ganze nicht vergleichen mit unserem System, mit den Ligen, mit Auf- und Abstieg, wie das in Amerika läuft. Das sind eher Wirtschaftsunternehmen, die Franchises dort. Und dann ist es auch streng genommen erstmal egal, ob das jetzt auf dem europäischen Kontinent seinen Hauptsitz hat oder nicht. Die haben mit diesem Liga- und Vereinssystem nicht so viel am Hut wie wir. Deswegen kann ich die Überlegungen aus deren Sicht verstehen. Die Leute kommen doch ins Stadion wegen Brady und den ganzen Stars und so. Es gibt ja auch American Football Teams in Deutschland. Da wären ja dann auch die Arenen voll. Ist ja nicht so. Übrigens, in den USA hat Football genug Probleme. Da ist nämlich genau ein gegenteiliger Trend erkennbar. Da hat der Sport eher Probleme, Nachwuchs zu finden, weil viele Eltern eben durch diese ganzen Berichte mit Gehirnerschütterungen, langfristigen Hirnschäden etc., die haben da dran zu knabbern. Und es gibt viele Eltern, die sagen, nee, mein Kind spielt kein Football. Das spielt Basketball oder Baseball oder Fußball. Ja. In Deutschland werden es immer mehr. 72.000 spielen mittlerweile Football tatsächlich aktiv. Und es gibt ja seit neuestem auch wieder eine European League of Football. Mhm. Die allerdings streng genommen eine deutsche Football-Liga ist, weil die hat mit 8 Teams angefangen und davon waren 6 aus Deutschland. Im zweiten Jahr waren es dann schon 12 und nächstes Jahr, weiß ich gar nicht, sind es glaube ich 18 Mannschaften und dann oder 16 und von denen sind auch 8 aus Deutschland. Rheinfire, Düsseldorf gibt es wieder, Frankfurt Galaxy, so ein bisschen NFL Europe, Ende der 90er wieder belebt. Also da ist schon ein Boom da, die haben dann auch ein paar tausend Zuschauer, aber wie du schon sagst, natürlich keine 70.000 und schon gar nicht im Schnitt. Auf der anderen Seite geht es natürlich denjenigen, die da jetzt nach München gerannt sind, auch nicht nur um Tom Brady.
weil die Seattle Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers, die sind nicht das Real Madrid des Footballs. Ja. Ich habe auch gelesen, ich weiß nicht, welches Jahr es war, aber es war das erste, wo Football im Free-TV übertragen wurde, damals bei Pro7, wo die Seahawks den Super Bowl gewonnen haben und deswegen gibt es so viele Seahawks-Fans, unter anderem in Deutschland, ja. Ja, das ist aber schon ein bisschen her, das war 2013, meine ich. Und es war damals auch eine legendäre Mannschaft. Also die Seattle Seahawks 2013, Marshawn Beast Lynch. Mode, die Legion of Boom in der Secondary. Also da war selbst ich noch mit dabei und habe mitgefiebert. Richard Sherman, Cam Chancellor. Da bin ich noch quer durchs Wohnzimmer gerannt, ja, und habe einen Football gecatcht. Ja, aber das ist halt jetzt fast 10 Jahre her und so viel gerissen haben sie seither nicht mehr. Die Buccaneers waren vor Tom Brady übrigens die schlechteste Franchise in den 4 amerikanischen Major Leagues. Die haben nicht mal 40% aller ihrer Spiele gewonnen. Kein anderes Team im Eishockey, im Baseball, im Football oder im Basketball war so schlecht. Die waren zwar auch mal Super Bowl Champion 2002, unter anderem mit der Nummer 55, aber da waren natürlich ganz, ganz viele, die weder Die Hard Buccaneer Fans sind oder Seahawks Supporter, sondern die wollten halt Football sehen. Und deswegen würde das wahrscheinlich auch, egal welches Team aus der NFL da jetzt hinkommt und gegen die Munich Ravens, so heißen sie, glaube ich, ab nächster Saison in der EFL, gegen die spielen würden, da wäre die Arena wahrscheinlich voll, wenn die NFL zu Gast ist. Ja, jetzt muss man aber trotzdem nochmal Spaßbremse sein und sagen, wir haben ja aktuell auch eine Energiekrise. Jawohl. Und muss es dann sein, hängt ja einiges mit einem Aufwand zusammen, die ganzen Spieler, Betreuer, so ein Team ist ja auch nicht gerade klein, hierher zu fliegen, die Arena umzubauen, Kabinen auszubauen, mehr Duschen zu installieren. So wie ich gelesen habe, musste jetzt sogar ein neuer Rasen in die Arena gelegt werden. Hat auch nochmal 200.000 Euro gekostet. Weiß nicht, ob das so das richtige Zeichen ist in der momentanen Zeit. Heureka, es geht heiter weiter, höher, schneller weiter. Ja, das ist jetzt so ein Totschlagargument. Habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Der NFL-Hype ist damit offiziell beerdigt. Bleiben einfach alle zu Hause in unserer Bude sitzen. Soll ja auch schon mal vorgekommen sein in den letzten Jahren. Und warten, bis die Zeiten wieder besser werden. Ja, das kann ich jetzt tatsächlich, wir sind zwar schon wieder lange über der Zeit, aber das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Dann kannst du ja den ganzen Profisport abschaffen. Ich habe es eben schon erzählt, ob du jetzt von New York rüber nach Europa fliegst oder halt bis ans andere Ende an die Westküste, das ist kein großer Unterschied. Und das machen die jede Woche hin und her, mehrfach in der Woche sogar im Basketball, wo es mehr Spiele gibt. Ja, okay. Aber ja, du. Ja, okay. Also, hast du noch irgendwas anderes zum Football zu sagen? Ich wollte mich nur für deinen Liebling Sebastian Vettel mal stark machen, der sich auch immer für die Umwelt stark macht. Ja, aber genau. Die fliegen ja eh immer rum, ne? Lass sie fliegen. Nee, also Tom Brady habe ich nicht an der Rewe-Kühltheke getroffen. Okay. Das wäre noch zu schön gewesen. Aber da hätten wir auch mal ein bisschen Werbung für machen können. Giselle hast du getroffen, vielleicht. Giselle Bündchen? Nee, ja, auch nicht. Das ist nämlich, das schwingt da noch mit. Da waren nämlich viele tatsächlich auch. Auch das habe ich gesehen in so einem Video. Da haben sie dann halt vor der Arena Fans interviewt. Und da war eine junge Dame von oben bis unten in Buccaneers-Montur. Mütze, die 12 von Tom Brady hat sie auf die Wange gemalt gehabt, Trikot hat sie angehabt. Habe ich auch noch eine Frage gleich zu, ja. Und dann sagt sie, ja, sie wäre ja eigentlich gar nicht so der Fan oder interessiert, aber der junge Mann, und da hat sie so wahrscheinlich ihr Ehemann, der neben ihr stand, übrigens in kompletter Seahawks-Montur, der hat mich ja so ein bisschen mitgeschleift. Ja klar, Tom Brady zieht halt immer. Und dass Tom Brady mit Giselle Bündchen verheiratet war und die sich jetzt scheiden lassen, das ist dann ein Thema, da kann man auch mal als junge, nicht Football-interessierte Frau da offenbar vorbeischauen und sich gleich komplett einkleiden. Ja, manche sind auch einfach nur wegen dem Glamour-Faktor gekommen. Jetzt wollte ich dich aber noch fragen, wieso haben denn alle beim Football immer diese Striche im Gesicht? Ne? Ist das einfach nur, um dem Gegner Angst zu machen oder wieso machen das alle Football-Spieler, aber sonst keiner? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Auf die du die Antwort nicht weißt. Ja, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Also es ist natürlich nicht, um den Gegner Angst zu machen. Du hast ja auch einen Helm drüber meistens. Ich meine, dass ich irgendwann mal gelesen habe, dass es darum geht, dass du, wenn du diese dunkle Fläche unter deinem Auge hast, dass du dann weniger geblendet wirst. Echt?
Ja. Okay, das müssen wir nochmal verifizieren. Ja, das verifizieren wir, bevor wir die Folge fertig machen. Und das könnte ja mal, die Tennisspieler könnten das auch machen dann. Ja, du. Müssten wir klären. Aber das ist auf jeden Fall ein Lösungsansatz, den ich hier mit in den Raum werfe, vorschlage. Sehr schön. Deine Lösungsansätze waren ja bisher in dieser Folge generell top. Sagst du mir noch, wem du die Daumen drückst in der NFL? Niemanden, wenn sie so langsam nicht nach Deutschland kommen. Okay, alles klar. Nein, ja, ich bin Icke-Fan und Schmizo-Fan, aber mehr da auch nicht. Okay, damit kann jetzt wahrscheinlich auch keiner unserer Hörer was anfangen. Das sind, oder waren, der eine war der Kommentator der Footballspiele in Deutschland und der andere ist der langhaarige, bärtige, was ist der, Data-Analyst. Der tatsächlich sonntags beim Football war und samstags noch bei der WOC-WM. Herzlichen Glückwunsch. Gut, also, dann drücken wir beide jetzt künftig gemeinsam den Indianapolis Colts die Daumen, damit das auch noch erwähnt ist. Bist du da auch noch Fan oder was? Also, Leute. Hallo? Peyton Manning? Ja, gut, den kennt man schon, ja, aber Als ich mich angefangen habe, für Football zu interessieren, war das nämlich die Hochphase der Diskussion, wer der Größte aller Zeiten ist. Ist es Brady or Manning? Und meine Antwort war immer, dass es Peyton Manning ist. Die 7 Super Bowl-Ringe von Tom Brady sprechen da jetzt nicht mehr unbedingt dafür. Hast du unterschlagen sozusagen, ne? Wie immer. Ich wollte noch unseren Zuhörern dann ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Einen guten Rutsch, jawohl. Genau, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, es war wieder ein schönes Jahr, fand ich. Ja. Ob wir das noch toppen können, 2023? Ich denke nicht. Schönes Schlusswort. Also, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Das war Beck & Bauer, der RNZ Sport Podcast.